Okay, wir können... Was können wir denn machen? Wir können in den anderen Raum gehen einfach. Wie wär's damit? Nochmal speichern. Man wird schon ein bisschen zum Vielspeicherer in dem Spiel, habe ich das Gefühl, ne? Oh, du Drecksack! Lass mich da erstmal die Waffe wechseln. Meine Güte. So. Ja, damit habe ich nicht gerechnet, dass hier einer an der Ecke steht. Hallo? Willst du mich verarschen? Da steht Explosives drauf. Das wird doch wohl explodieren, wenn ich drauf schieße. Na, geht doch. Irgendwie hat das Ding einen leichten Schaden hier, dieses Sturmgewehr. Ich weiß auch nicht. Es scheint eine unglaubliche Streuung zu haben. Na, das sieht ja sympathisch aus da drin. Lassen wir es doch, wie es ist. Na, oh, dankeschön. Ihr Arschkrampen. So, haben wir noch welche? So, hätten wir das auch geklärt. Springen die mir einfach in die Fresse, ich fass es nicht. Wie sieht's denn hier drüben? Natürlich sind da auch welche. Kommen sie raus? Kommen sie raus? Hallo? Bleiben sie drin. Machen sie sich nicht die Mühe. Wenn der nicht kommen will, dann mache ich das auch gleich so. Okay, hätten wir das schon mal. Ich weiß, ich frage das öfters in diesem Spiel, aber ist das ein gutes Zeichen, dass hier die Sirene klingelt? What? Wir lassen mal die Kleinen da drüben ein bisschen spielen. So. Dann kümmern wir uns um den Rest und dann sind alle zufrieden. Ist das nicht schön? Okay, haben wir hier was in der Ecke? Ah, ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon. Ich glaube, ich kann mich dran erinnern. Von dem Video, das ich schon mal gesehen habe. Boah, du Drecksack! Du kleine Bitch, du! Kommt er hier angekrochen und schießt mir mit seinem Scheißding in die Fresse? Ich fass es nicht. Okay, jetzt kommen die Laserspielchen. Die kommen mir noch recht bekannt vor, muss ich zugeben. Von dem Let's Play, das ich mal gesehen habe. Probieren wir es nochmal. Nein, wir können dieses Ding nicht in die Luft jagen mit dem Sturmgewehr. Das finde ich durchaus seltsam. Möchte mir das jemand erklären? Laden nochmal neu. Okay, wir haben hier... Das ist auch okay. Ach nee, danach. Okay, schade. Ich wollte gerade sagen, es ist auch okay, wenn wir noch nicht von dem Typen überrascht wurden. Aber es wurde doch danach gespeichert. So, wir gehen mal hier lang. Ja, genau. Hier müssen wir jetzt hin. Denn wir müssen gleich ein bisschen Laserstrahlen gehen. Ein bisschen mit dem Hochenergielaser rumspielen, das machen wir doch alle immer gerne. Irgendwie klingt sie überall total sympathisch. Ich will hier sein. Unbedingt. Was sind das für Geräusche? Oh, mein Leben. Sieht total gut aus. Ich bin erfreut. So. Was habe ich denn jetzt eingesammelt? Ich weiß es nicht. Ich höre aber seltsame, äußerst seltsame Geräusche. Was mich nicht unbedingt zufrieden stimmt. Und ich glaube, wir sollten, bevor wir hier diese Anlage fertig machen, unbedingt nochmal zurückgehen, um unser Leben aufzutanken. Ah ja, hier war ja nichts. Stimmt ja.
nett. Ich würde ja gern da drüben. Ach, weißt du. Was ist denn das? Na, Waffe? Finger weg, das ist ein Prototyp. Es ist viel zu unzuverlässig. Hat die Tendenz zu überladen. Was soll das sein? Willst du mich verarschen? Wieso? Was war das denn jetzt? Ich hab doch nur auf die nicht-explosive Kiste gehauen. Ach, wisst ihr, ihr seid blöd. So, das lief doch ein Stück besser als vorhin. Machen wir es doch beim nächsten Mal gleich so, würde ich sagen. Okay, dann lasse ich die Kiste, die neben den Explosiva steht, vielleicht einfach mal so, wie sie ist und rühre sie gar nicht erst an. Und wir können mit 100 Lebenspunkten weitermachen. So, da brauchen wir nämlich gar nicht mehr den Weg zurück antreten, das ist doch auch ganz schön. Oh! Ja, meine Kleinen, wartet mal, ich muss erstmal die richtige Waffe nehmen. Bei so vielen packe ich dann doch mal lieber das Sturmgewehr aus. Wobei, wenn die so schüchtern sind, dann kann ich auch hier... Dann kann ich das auch so machen. So. Ist auch in Ordnung. Gerne wieder. Haben wir hier noch jemanden? Nein. Io. Wir haben hier noch einen Spiegel, das heißt, hier kommt der Laser auch gleich vorbei. Jetzt zum Beispiel. Okay, wir haben drei Laser aktiviert. Weiß nicht, ob das jetzt schon genug ist, ob das schon reicht, aber wir schauen mal. Speichern wir mal und dann schauen wir mal bei den Typen vorbei. Na, warte, Finger weg, das ist ein Prototyp. Drüben herumspielen. Oh, ich gehe mal zurück weiter. Warum benutzen wir das Ding denn nicht? Es ist viel zu unzuverlässig. Hat die Tendenz zu überladen. Was soll das? Dankeschön. Das war ja großartig. Was ist denn das? Na, Waffe? Finger weg, das ist ein Prototyp. Ach. Warum benutzen wir das Ding denn nicht? Ach! Es ist viel zu unzuverlässig. Hat die Tendenz zu überladen. Was soll das? Falsche Kausalitätskette vorhin. Ich erkenne es jetzt. Okay. Die haben sich in die Luft gejagt, wie mir scheint. Das war eine falsche Kausalitätskette. Ich bin gar nicht explodiert, weil ich auf die Kiste neben den Explosiver gehauen habe, sondern die Idioten hier haben mich hochgejagt. Die Waffe sieht nett aus. Hä? Wir wechseln erstmal auf eine, von der wir wissen, was passiert, wenn wir sie benutzen. Und dann stellen wir mal auch diesen Laser an. Womit wir jetzt eigentlich so ziemlich jeden Laser, den wir finden können, angestellt haben sollten. Und das sieht auch schon besser aus hier drüben. Laser frei! Okay, wir sollten vielleicht den Lasershield irgendwie beschädigen. Blockieren? Ja, blockieren klingt gut. Machen wir das doch mal so. Und dann noch einen neuen Versuch. Oh, ist das nicht ein Traum? Und jetzt wird der Hochleistungslaser einfach mal in die Wand reingejagt und sprengt ein riesiges Loch rein. Warum nicht? Ja, und damit haben wir uns den weiteren Weg freigesprengt. Und ich speichere lieber nochmal. Wir gehen dann mal hier drüben lang. Und hier lang. Grandios. Irgendwas für mich. Komm schon. Ach Mensch. Gut, wir wechseln wieder aufs Sturmgewehr. Und weiter. Ach, ein bisschen da im Himmel sei Dank. Holen Sie uns hier raus, bevor diese Militäridioten herausfinden, wo wir uns verstecken. Alle von uns haben eine Freigabe für den Retina-Scanner. Kommen Sie mit uns in die Lobby, dann können wir aus dem Labor wieder raus. Sie müssen ja zuerst die Medianheit abstellen. Peters hat sie eingeschaltet, aber ich fürchte, er hat nicht wieder bis hierher zurückgeschafft. Okay. Geht klar. Wir haben drei Wissenschaftler. Einer sollte überleben. Das wäre im Optimalfall das, was wir erreichen sollten.
Achso, wir sollten es vielleicht einfach stehen lassen. Nicht fünfmal drauf drücken, sondern nur einmal. Und dann kommen wir jetzt hier auch durch. Wunderbar. Ich gucke aber lieber erstmal ohne Wissenschaftler. Stimmt, wir hatten hier noch was, was wir noch gar nicht weggehauen haben. Ach, sind wir einer gucken. Auch wenn wir gerade volles Leben haben, wollte ich sagen. Aber gut, dann, ja, dann lieber nicht. Beziehungsweise dann lieber nicht die hinteren Kisten. Gut, können wir den denn einsammeln eigentlich? Ich weiß gar nicht, wie das ist. Nee. Ich hätte zugegebenermaßen gern die Muni da drüben. Okay, wir müssen eigentlich nur die Kiste hier, die eine Kiste stehen lassen. So, geht doch. Okay, das sieht gut aus, was Munition angeht. Ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz, wie denn unser weiterer Weg aussieht. Ich weiß es gar nicht, ich blicke ja gar nicht mehr durch mittlerweile. Ich weiß wieder, wie unser weiterer Weg aussieht. Gut, dann schnappen wir uns mal den ersten Wissenschaftler und schauen mal, ob wir denn hier erfolgreich sind. Falsche Richtung. In Ordnung. Wer ist mutig? Wer möchte? Also, dann los. Du bist es. Erich Honecker. Was? Erich Honecker wollte ich dich mitnehmen. Was ist denn jetzt? Schon gut. Sie werden nicht einmal merken, dass ich hier bin. Komm mit. Du Pimpf. So. Wo bin ich denn lang? Ich bin hier lang, ne? Ja, genau. Militär. Speichern. Ich hab doch gerade einen gehört. Oder? Ich hab's mir nicht eingebildet. Okay. Wo ist der Drecksack? Da. Bleib hier. Du wirst mir nicht wegrennen, mein Freund. So, das lief doch ganz gut. Wir speichern. Und holen uns jetzt den verlorenen Wissenschaftler. Was ist denn los, Junge? Deinem Kollegen ist man unter Wissenschaftler. Meine Güte, das ist ja schrecklich mit den NPCs hier. Bist du jetzt dabei? Ja, sehr schön. Ich werde hier bleiben und auf meine Kollegen warten. Was, wir müssen alle drei holen? Och nee. Ist ja ätzend. Das hat ja schon mit einem ewig gedauert hier gerade. Na gut, was soll's. Gehen Sie vor. Halt, wir können doch auch mehrere gleichzeitig mitnehmen, oder? Geh doch mal weg hier. Also, ich hoffe wirklich, Sie wissen, was Sie da tun. Ja, ja, mach ich. Kommt ihr jetzt? Weiter gehe ich nicht. Was ist denn dein Problem, Junge? Ja. Komm raus hier, los. Also irgendwie sind die NPCs gerade total grässlich und nervig. So, jetzt kommt endlich. Ich weigere mich auch nur noch einen einzigen Schritt weiter zu gehen. Willst du mich verarschen? Mit meinem Gehirn und ihren Muskeln. Halt die Klappe, Honey, jetzt komm. Eieiei. Was ist denn jetzt schon wieder? Na gut. Also, was ist denn los mit denen? Ich verstehe es nicht. Aber was jetzt? Hier, endlich. Kommt ihr? Ja, also dann los. Wieso bleibt der denn jetzt hier? Ich werde hier bleiben und auf meine Kollegen warten. Mit meinem Gehirn und ihren Muskeln werden wir los. Ich weigere mich auch nur noch einen einzigen Schritt weiter zu gehen. Ist mir egal, wenn solange einer mit dabei ist, ist das in Ordnung. Bitte sehr. Und jetzt könnt ihr mich mal alle gehörig am Pullermann lecken. Da draußen ist die Hölle los. Das Militär hat komplett die Kontrolle übernommen. Sie müssen sich von einer Seite zur anderen schleichen und durchkämpfen. Und ich glaube nicht, dass sie dabei viele Leute treffen, die auf unserer Seite stehen.
Falls Sie das Ganze aber tatsächlich überleben und es schaffen sollten, die gesamte Basis zu durchqueren, kommen Sie in den Lambda-Komplex, wo der Rest des Wissenschaftlerteams Zuflucht gesucht hat. Ich selbst würde da nicht rausgehen, aber ich lasse die Kollegen wissen, dass Sie auf dem Weg sind. Super, das sind total klasse Aussichten. Lambda-Komplex, nicht Alpha-Komplex, wie ich vorhin gesagt habe, natürlich. Ich will eigentlich gar nicht, ganz ehrlich. Interessante Form einer Drehtür.